Ich habe das Gefühl, dieses Video wird ein bisschen anders als die anderen Videos, aber schauen wir, wo das Ganze hingeht. Yeah, let's go. Wie bin ich eigentlich zu EaseUs gekommen? Ganz einfach. Wenn ihr YouTube startet, kriegt ihr so mit 200, 300 Abonnenten die ersten Anfragen aus China, ob ihr nicht Lust hättet, irgendwas zu testen. Und wenn die Produkte nicht noch schäbiger sind als meine Videos, antworte ich in der Regel ganz nett und professionell drauf, ja, hier, klingt interessant. Und so entsteht die ein oder andere Kooperation bzw. der ein oder andere Produkttest. Bei EaseUs habe ich eigentlich erstmal nur geantwortet, hey, wie sieht's aus, habt ihr überhaupt eine Mac-Version? Weil alle haben immer Windows, aber keiner hat Mac. Und ich dachte mir, wenn ich das Ganze schon testen möchte, dann auf einem Mac. Und ich muss sagen, ich nutze immer Time Machine. Also mein Rechner macht automatisch Backups, alle Macs, die wir haben, laufen über eine Time Machine oder externe Festplatte, sichern sich selbst. Und ich habe mir auch schon hin und wieder den Arsch gerettet, muss ich sagen. Besonders als mein Fusion Drive zerlegt hat und die Fotos danach einfach nicht mehr brauchbar waren. Aber zurück zur Mail. Als Antwort kam dann auch gleich, ja klar, haben wir eine Mac-Version, wieso auch nicht. Und hier ist dein Produktcode, mach mal. Und dazu kamen dann auch gleich ein paar Tipps. Und wenn ich diese Tipps lese, frage ich mich, warum macht ihr die Videos nicht einfach selbst? Aber ich lese mal vor, was sie geschrieben haben. Tipp Nummer 1. Diese Software hat auch kostenlose Versionen, die 2 GB zur kostenlosen Wiederherstellung bietet. Bitte sagt den Zuschauern, sie können mit dem 2 GB testen. Ich muss euch also sagen, löscht niemals Dateien über 2 GB, ansonsten müsst ihr was zahlen. Drittens. Bitte zeige den Zuschauern, was kann diese Software tun und wie stellt man die gelöschten Daten wieder her. Also scheiß mir auf zweitens und gönnt euch. Also wie werden wir testen? Ich habe hier meine CFast-Karte aus meiner Blackmagic und habe alle Daten davon gelöscht, aber noch nicht formatiert. Die werde ich jetzt einfach mal einsetzen und schauen, ob wir irgendwie Daten darauf wieder finden können. Gut, also erster Blick auf die Karte selbst. Und ihr seht, man erkennt erstmal nichts. Das heißt, das Teil ist komplett blank. So wären jetzt irgendwie alle Sachen weg. Und ich könnte meine wundervoll hochwertig produzierten Clips nie wieder benutzen. Aber wir haben jetzt hier oben diesen wundervollen Knopf, da drücken wir drauf und sagen Go to EaseUs Data Recovery Wizard. Führen den aus. Warten. Okay, where did you lose your files? Okay, das macht es relativ einfach, muss man sagen, ist Idioten. Sicher hier, Transcend Media. Beziehungsweise die Partition drunter und jetzt sagen wir einmal Scan. Okay, er sagt also, remaining time zum Scannen ist 1 Stunde, 22 Minuten und 8 Sekunden. Und während das Ganze lädt, kann ich euch nochmal ein bisschen was über die Spendenaktion erzählen. Die letzten Tage war ja mit Losen ein bisschen schwierig, zumindest wenn ihr das Video seht Anfang der Woche. Aber bei den Einnahmen waren schon ein, zwei dabei. Ich will nicht spoilern, nicht, dass irgendjemand sich was zu Weihnachten wünscht und jetzt haben es die Eltern darüber bestellt und ich sage dann, hey, du bekommst den super coolen Lautsprecher oder was auch immer. Aber es sind ein paar coole Bestellungen dabei, die auch ein paar Euro abwerfen. Ich schau mal kurz nach, wo wir aktueller Stand sind. Heute ist der Montag, 10. November. Das heißt, die Bestellungen bis zum 9. hört ihr jetzt. Ich fahre einen Banzer. So, wir wählen aus 1. bis 9. Und dann haben wir insgesamt 14 Bestellungen. Von diesen 14 Bestellungen wurden 13 schon versendet. Das heißt, für eine Bestellung gibt es noch die Kohle oben drauf. Und wir stehen aktuell bei 12,54 Euro. Hier seht ihr es. Ist gut. Ist ein Anfang. Wir haben noch ein paar Tage. Es zählt ja auch bis zum 31. Das heißt, selbst wenn ihr sagt, ah, gerade weiß ich nicht, was ich will oder ich weiß nicht, ob ich das bekomme, ich bekomme Geld. Und ihr kauft es noch am 25. bis zum 31. Zählt es genauso rein. Also es ist nicht bis Weihnachten. Und bei den Losen sind wir jetzt auch gerade bei um die 50 Euro plus minus ein bisschen was. Man muss sich jetzt auch mal vorstellen, man schließt da ein langsames Speichermedium an wie eine USB 2.0 Festplatte oder lass es eine 3.0 Festplatte sein. Also das Ding liest und schreibt mit 5, 6, 7, 800 Megabyte pro Sekunde und braucht trotzdem immer noch über eine Stunde. Aber ich sehe schon, die ersten Dateien sind wieder da. Vielleicht klappt die Wiederherstellung auch. Ich bin gespannt. Eigentlich sollten die alle, die älteren Dateien zumindest einmal formatiert worden sein, zumindest in der Blackmagic. Ich weiß nicht, wie oft sie die Daten überschreibt. Aber die Karte war schon ein paar Mal komplett voll und wurde deswegen auch ein paar Mal komplett formatiert, damit wieder neue Clips draufkommen. Und so wie es aussieht, sind noch RAW-Dateien da, beziehungsweise auch diese HFS-Plus-Dateien in diesem komprimierten Format. Mal gucken, ob es klappt. Also wie es aussieht, die Dateien sind da, man kann sie abspielen, sie sind in voller Qualität da. Es kann sein, dass einzelne Clips nicht wieder auftauchen, sprich nachher kann es auch sein, dass einzelne Urlaubsbilder von euch vielleicht auch nicht mehr auftauchen.
aber zumindest das Grobe an Dateien ist da. Zumindest besser als nichts. Ich würde sagen, ungefähr 90% aller Clips, 95% sind da. Und zumindest die, die da sind, funktionieren auch in voller Qualität mit Ton, allem drum und dran. Ich habe jetzt keine Bildfehler erkannt. Ich habe jetzt nicht diese 5-Minuten-Clips Frame per Frame durchgeschaut, aber es waren zumindest keine Artefakte oder keine Dateispeicherfehler zu erkennen. Viertens, der Produktlink. Bitte gebe die Links unten in Beschreibungsbox an. Okay, schaut einfach unten, dann habt ihr den Link zu der Webseite, da könnt ihr euch direkt anschauen, um was es geht und die verschiedenen Preismodelle. Fünftens, bitte füge EaseUs in den Titel des Videos ein und setze den Produktlink vor das Beschreibungsfeld, damit die Zuschauer den sehen kann, ohne auf mehr zeigen zu klicken. Safe nein, weil warum auch? Und sechstens und damit auch letztens, bitte erinnere die Zuschauer daran, auf den Link in Beschreibungsbox zu klicken und das Produkt herunterzuladen, wenn sie daran interessiert sind. Wir achten sehr genau auf die Downloads, die das Video bringen kann. Klingt so wie eine leicht unterschwellige Drohung. Ich muss sagen, die haben mir nichts bezahlt. Ich mache das Ganze freiwillig und ich habe nicht mal Ja gesagt, aber ich dachte mir einfach mal, damit ihr so einen kleinen Einblick hinter die Kulissen bekommt, zeige ich euch das Ganze. Gut, objektiv zusammengefasst muss ich sagen, es funktioniert, ja. Ihr zahlt 85 Euro für die Vollversion. Finde ich heftig. Für die Kohle würde ich persönlich mir lieber eine externe Festplatte holen und da regelmäßig Backups drüber laufen lassen, sei es über Time Machine. Selbst bei Windows gibt es ja heute so viele Softwaremöglichkeiten, wie ihr das machen könnt. Ich weiß, es gibt noch das Szenario, wie zum Beispiel bei mir, dass ihr sagt, ich habe auf meiner Speicherkarte was gelöscht und will das wieder herstellen. Genau, und jetzt kommt der Teil, wo ich euch sage, ach, wie oft habt ihr schon das Problem, dass irgendeine Speicherkarte sich löscht und dass ihr die Daten nicht wiederherstellen könnt. Und ja, ratet, wer sich gerade komplett zerlegt hat und jetzt nicht mehr benutzbar ist. Und ich hätte theoretisch den ganzen Teil, den ihr jetzt gerade gesehen habt und nochmal einen Haufen B-Roll extra aufnehmen müssen. Ist jetzt kein großer irgendwie Verlust zu sagen, ich muss nochmal den ganzen Text erzählen. Aber wenn ihr die Daten wirklich mal braucht, weil ihr sie wirklich nicht wiederherstellen könnt, seid ihr echt froh. Und ich muss sagen, es hat 1A geklappt. Ihr habt gerade ein Wiederherstellungsvideo gesehen, wie es funktioniert. Und es klappt. 85 Euro sind wirklich eine dicke Hausnummer für eine Wiederherstellungssoftware. Und es gibt viele kostenlose Tools. Wenn ihr aber sagt, ihr wollt ein bisschen Support dazu, kann ich euch das echt empfehlen. Und ich muss gestehen, ich bin dieses Video angegangen mit mega viel Sarkasmus. Dachte mir, was soll der Scheiß? 85 Euro für sowas. Aber man sieht tatsächlich, ja, es funktioniert. Also die Karte war weder lesbar noch beschreibbar. Das Einzige, was ging, ist, sie ist formatierbar. Also zeige ich euch mit dem Screenshot hier, Festplattendienstprogramm. Konnte damit nichts mehr anfangen. Meine Kamera konnte nichts mehr anfangen. Selbst das iPhone konnte damit nichts mehr anfangen. Also die Karte war effektiv tot. Na, wenn ihr jetzt dann einen Haufen Urlaubsbilder drauf habt, nach dem Urlaub zurückkommt, euch passiert genau das. Weiß ich nicht, euer Urlaub hat ein paar hundert oder ein paar tausend Euro gekostet. Machen es dann 85 Euro aus, um die Software zu kaufen, mit der ihr die Sache wiederherstellen könnt. Liegt ein bisschen in eurem Ermessen. Ich muss auf jeden Fall sagen, von braucht kein Mensch auf, boah, Glück gehabt, dass ich es hatte und testen konnte, ging relativ flott. Und wenn man gerade seine Daten verloren hat, vielleicht eine gute Möglichkeit.